Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO-Video. Heute machen wir meine oder vielmehr unsere Picks für das Rio 2022 Major. Wir gehen in die Challengers-Stage rein und ich habe hier wieder von Sneasel die Pick'ems vorbereitet bekommen. Ich werde die jetzt einfach genauso einstellen, wie es er gemacht hat. Also einmal Big hier vorne rein, dann die Greyhound Gaming Boys da hinten. Dann haben wir hier die Biene, die sich nach vorne beugt oder bückt. Hier drin die Outsiders haben wir da, sehr schön. So sehen die gesamten Picks aus, die Sneasel für uns vorbereitet hat. Ich werde das auch erstmal jetzt so updaten, zack, bumm. Falls es dann noch Änderungen gibt, werde ich dazu kein Video machen, sondern wenn überhaupt was auf YouTube und bei uns auf Discord werden wir das dann bestimmt noch diskutieren, was da wie und wo und warum am besten sein sollte. Und dann gibt es für euch jetzt noch eine kleine Vorbereitung und zwar hat mir Sneasel die Info noch rüber geschossen, dass man, wenn man jetzt diese Sticker hier, denjenigen, welchen ich mir jetzt übrigens noch erziehen werde, wenn man die dann aufklebt auf die Waffe und abscrappt, dann entsteht dabei so ein recht cooler Effekt. Perfekt, bei Face ist es, glaube ich, sehr, sehr schick. Und zwar sieht man halt dann nur das F von Face. Wo mache ich denn das jetzt? Kann ich hier nicht sortieren? Ja, ich packe das jetzt einfach auf die Cyberstelle. Es geht ja hier nur darum, dass man es zeigt. Und ey, das ist gar nicht so übel. Komm, komm. Was haben wir hier noch? Da mache ich es hin. Ich mach's da hin. Ah. Weißt du, alle hocken jetzt gerade da. Nein, mach das nicht, das ist hässlich. Ich will das jetzt und nicht großartig hier rumnudeln. Ich mach's jetzt. Ah, schwierig. Ich mach's hier in die Mitte. Da, ich mach's da hin, let's go. Ja, komm, bumm. Und alle. Ah! Aber es geht um folgenden Effekt. Und zwar kann man jetzt diesen Sticker abschrebbeln, die Bebeln. Und ab einem gewissen Grad wird man nur noch so richtig cool das F sehen. Guck mal da, guck mal da. Oh. Das ist schon schön. Ich weiß nicht, wie weit man gehen kann, bis er ganz ab ist. Wahrscheinlich reiße ich ihn gleich ganz ab. Aber das lasse ich jetzt so. Das ist eben dieser Effekt, den ihr erzielen könnt, wenn ihr die Sachen abscrabble die babbelt. Dann habt ihr sowas. Ihr könnt mir hier natürlich noch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Das werdet ihr sowieso von euch aus machen und welche Picks ihr habt. Also vielleicht habt ihr hier was anderes und so weiter und so fort. Haut das natürlich gerne wieder raus, diskutiert und wir steigen sicherlich mit ein. Sneasel ist auch immer in den Kommentaren unterwegs und wird da bestimmt ein bisschen was beschisseln, falls es was zu beschreiben eben gibt oder erklären oder wie auch immer. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch, wie immer, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, das wahrscheinlich in 2 Tagen kommt. Ab und an könnten auch dann öfter Videos kommen, wenn halt gerade irgendwas Neues kommt, ein neues Update oder neue Informationen vom Mage oder sonst was, haue ich die Geschichten raus. So wie eben auch die Pick'ems, die ich einfach zwischen reinschießen werde. Dann sieht man sich, ne? Haut da rein. Vielleicht am besten auch in den Livestreams sehen. Das ist immer am schönsten. Lass es krachen. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.